Und auch hier bleiben wir im Modus D2 und gehen auch hier wieder drucklos in die Osteotomie ein. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Die Arbeitsspitze, die schwingt immer in diese Richtung. Ja? Und zwar mit einer Frequenz zwischen 25 kHz und 30 kHz, mit einer Schwingungsamplitude, die variiert. Und wenn man zu stark draufdrückt, unterbindet man die Schwingung. Also das heißt, in der Ultraschallchirurgie bedeutet zu viel manueller Druck auf das Arbeitsinstrument, die Wirkung des Arbeitsinstrumentes zu verhindern. Und auch hier gehen wir mit der Arbeitsspitze bis auf 8 mm in die Tiefe. So, als nächster Arbeitsschritt, und das ist ganz entscheidend, vor allem auch im Unterkiefer, und diesen Schritt auszulassen, ist ein absolutes, hundertprozentiges, tausendprozentiges No-Go. Warum? Wir distrahieren hier eine sehr harte, kompakte Lamelle, und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Die bukale kompakte Lamelle muss betrachtet werden wie ein Türflügel, und also das Scharnier der Tür ist praktisch die Elastizität der Spongiosa in der Tiefe. Führt man keine bukalen Entlastungsosteotomien durch, dann wird die bukale kompakte Lamelle unkontrolliert an irgendeiner Stelle brechen. Es macht zwar nichts, weil ja die Kompakte nach wie vor mit dem Periost verbunden ist, aber das Ergebnis ist dann natürlich nicht ganz so berechenbar. Aus diesem Grund setzt man die Arbeitsspitze CS3 so ein, dass man, weil meistens kommt jetzt die Frage, naja, da muss ich jetzt hier bukal eine Inzision machen. Nein, muss ich nicht, denn ich kann ja hier oben vertikal eingehen und dann mit leicht schiebenden Bewegungen von zentralkristall nach bukal in die Tiefe, vertikal in die Tiefe osteotomieren. Zugegebenermaßen ist dieser Arbeitsschritt ein Arbeitsschritt, der relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und abhängig von der Erfahrung, die Sie mit dieser Methode haben, können Sie diesen Arbeitsschritt dadurch verkürzen, dass Sie dann unter Umständen ein anderes Instrument aus der Bone Surgery Spitzenreihe nehmen. Aber am Anfang, wir wollen ja hier wirklich absolut knochenverlustlos schneiden, empfiehlt es sich schon, die Arbeitsspitze CS3 einzusetzen. Ja, Sie sehen, es braucht ein bisschen Zeit, aber auch hier ist die Performance ohne Druck. Ja, Sie sehen, na, Sie sehen es leider Gottes nicht, weil ich den Handschuh anhabe, aber da ist kein Druck bei der Sache. Ja? Es wird einfach hier vertikal hinunter ausgeformiert. Und zwar auch wieder bis in eine Tiefe von 8 mm. Und um auch hier gleich der Frage vorzubeugen, naja, wie weiß man denn, ob man die bukale Knochenlamelle bereits durchosteotomiert hat, ganz einfach, man legt einen Finger an und prüft, ob man das Instrument durch die Schleimhaut bereits tasten kann. Ja? Wenn das der Fall ist, dann ist die Osteotomie komplett. Ja?
Und wie gesagt, immer, immer drucklos arbeiten. Die Arbeit erledigt das Piezotom. Wir sind jetzt hier schon in eine Tiefe von 8 mm vorgedrungen. Sie müssen rechnen, im Durchschnitt werden Sie für diese bukalen Entlastungsosteotomien jeweils mesial und distal zwischen 3 und 4 Minuten benötigen. Ja, dann kann man mit der gleichen Arbeitsspitze gleich kontrollieren, ob die beiden Osteotomien auch wirklich präzise miteinander verbunden sind. Ja, das ist der Fall. Und jetzt machen wir das Ganze auch distal. Unsere liebe Patientin hat einen qualitativ sehr hochwertigen Knochen, was nicht weiter verwunderlich ist, weil sie eine extrem sportliche, also eigentlich eine Hochleistungssportlerin ist und damit natürlich eine bessere Gewebsqualität aufweist. Ja, aber Sie sehen, wenn man drucklos arbeitet, geht auch diese vertikale Entlastungsosteotomie sehr, sehr schnell von der Hand. Ja? Denn die Arbeit erledigt das Piezotom. Immer daran denken. Entscheidend ist auch hier wieder, dass man tatsächlich bis in eine Tiefe von 8 mm osteotomiert. Die 8 mm sind Standard, egal welche Implantatlänge ich wähle, wenn ich die 8 mm habe? Sagen wir so, für den Anfang, ich werde es dann heute am Nachmittag in der PowerPoint-Präsentation demonstrieren, diese 8 mm haben einen Grund. Das ist im Prinzip, die Dehnung kann immer nur in der Spongiose erfolgen. Und das System soll ja auch von Ärzten eingesetzt werden, die im Gegensatz zu Ihnen keine besonders hohe Routine in der Implantologie haben. Selbstverständlich kann dieses Protokoll dann nach den ersten Erfahrungen beliebigst abgewandelt werden. Auch hier muss natürlich geschaut werden, ob die Osteotomien tatsächlich perfekt miteinander verbunden sind. Und bevor man dann an die Aufweitung geht, kann man schon mit einem, kann man dann mit einem beliebigen Instrument, das bereits auf dem Tray vorhanden ist, überprüfen, ob die bukale osteotomierte Lamelle bereits eine Elastizität aufweist. Ja? Man geht ganz einfach mit einem Raspatorium in den Osteotomiespalt hinein und schaut, ob bereits eine Beweglichkeit vorliegt. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Ja? Ich bin mit dem Raspatorium eingegangen. Man sieht, die bukale Lamelle ist bereits leicht beweglich. Ja? Das bedeutet, dass die distale und die mesiale Osteotomie gut miteinander verbunden sind und dass wir im Prinzip jetzt den Dehnungsvorgang beginnen können. Da hinten schaut es allerdings noch etwas... Ja, da hinten bewegt sich es noch nicht so optimal, da dürften die beiden Osteotomielinien noch nicht hundertprozentig miteinander verbunden sein. Okay, noch einmal ein kurzer Test. Man wird das jetzt möglicherweise mit der Kamera nicht unbedingt gut sehen, aber jetzt sieht man, dass auch hier hinten bereits eine Beweglichkeit der bukalen Lamelle gegeben ist.
Ja, und jetzt können wir im Prinzip schon mit dem Dehnungsvorgang beginnen. Wir haben jetzt hier in aufsteigender Reihenfolge Arbeitsspitzen, die immer eine größere Breite, also eine akzentuiertere Keilform haben. Ah, warte mal, die brauche ich jetzt und die Kontraktur. So. Ja. Das ist jetzt die Arbeitsspitze Nummer 4. Diese Arbeitsspitze sollte noch immer im Modus D2 eingesetzt werden. Ja? Erst wenn die Arbeitsspitze auf D5 gewechselt wird, dann muss man, um genügend Dehnkraft zu bekommen, dann die Arbeitsspitze die Position auf Modus D1 abändern. Und auch hier geht man jetzt drucklos vertikal in den Osteotomiespalt ein. Man wird auch hier immer wieder bemerken, dass wir Regionen haben, wo ein höherer Widerstand auftritt. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, die Arbeitsspitzen sozusagen als Meißel oder als Hebel zu verwenden. Das könnten Sie mit einem Druck quittieren. Also immer schön vertikal eingehen. Hier hinten haben wir einen höheren Widerstand. Das liegt auch daran, dass wir hier schon im Bereich sind, wo laut DVD der Knochen eine größere Breite erreicht. Und natürlich hat man jetzt den Eindruck, dass diese ganze Prozedur relativ langsam vonstatten geht. Aus dem einfachen Grund, es tut sich sehr wenig, es ist völlig unspektakulär. Man muss mit keinen aufwendigen Instrumentationen hantieren. Aber für die objektive Zeitmessung kann man ohne weiteres eine Uhr mitlaufen lassen. Und mittels der Uhr überprüfen, wie langsam oder wie schnell der Arbeitsvorgang ist. Ja? Also wir haben jetzt auch hier wieder die 8 mm erreicht. Man sieht, dass der Spalt jetzt schon wieder substanziell leichter geworden ist. Und jetzt geht man über auf die Arbeitsspitze die CS5. Also wie gesagt, noch einmal, der Grund, warum diese Arbeitsspitze hier ein Loch hat, ist ganz einfach Gewichtsreduktion und schwingungstechnische Optimierung. So, und jetzt stellen wir auf Modus D1 um. Warum? Diese Arbeitsspitze hat bereits ein so hohes Gewicht, dass im Modus D2 nicht genügend Energie an die Spitze kommen würde. So, und auch hier gehen wir vertikal mit nur leichtem Druck hinein. Und vielleicht sieht man jetzt auch schon, der Spalt wird weit, aber sobald das Instrument aus dem Spalt wieder herauskommt,
beginnt sich der Knochen durch die Eigenelastizität natürlich wieder zu schließen. Aus diesem Grund ist es immer empfehlenswert, simultan zum Bone Spreading eine Implantation durchzuführen oder aber diesen Spalt mit geeigneten Knochenersatzmaterialien offen zu halten. So, wir sehen, dass der Osteotomie-Spalt bereits substanziell geweitet ist und vielleicht kann man das mit einem Hilfsinstrument demonstrieren. Weil es ist leider Gottes immer sehr schwierig. Ja, warum das auch so wichtig ist. Aber danke. Ja. Das Entscheidende ist, dass hier die bukale Knochenlamelle völlig elastisch ist. Ja. Sie sehen, sie ist bereits maximal aufgedehnt. Ja. Aber, und das ist das Entscheidende, sie ist nicht frakturiert. Wir haben im Endeffekt hier nichts anderes hergestellt als eine künstliche Knochenfraktur. Und würde man jetzt einfach, und das ist ja die Lehre von Dr. Ernst Fuchs, würde man das einfach so belassen, ja, könnte nichts anderes geschehen, als dass hier sich hier Knochen bildet. Natürlich besteht die Gefahr, dass durch den Druck der Wangenweichteile, vielleicht kann ich das kurz demonstrieren, dass der aufgeweitete Knochen während der Heilung wieder schmäler wird. Aus diesem Grund sollte man, Sie sehen hier, draufgedrückt wird er schmäler. Deshalb sollte man auf alle Fälle, wenn man nicht simultan implantiert, ein Knochenersatzmaterial, in diesem Fall vorzugsweise EasyGraft Crystal, einsetzen. Ja, also der Dehnungsvorgang ist jetzt beendet und wir können jetzt mit dem Implantieren beginnen. Und bitte schauen Sie auch, und das ist ganz entscheidend, weil natürlich immer die Frage kommt, naja, wir osteotomieren sehr in die Tiefe, Ultraschall erzeugt Hitze. Sie sehen, dass hier langsam aus der Spongiosa das Blut aufsteigt. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit nekrotischen Knochen, sondern wir arbeiten mit vitalen Knochen. Bukal ist das Periost samt Mucosa praktisch bis auf hier einen halben Millimeter vollständig mit dem Knochen verbunden, desgleichen hier. Und rein biologisch handelt es sich hier um einen anatomisch etwas seltsam geformten Extraction Socket, also sprich um eine Extraktionsalveole. Die blutet voll und wir machen uns nie Gedanken darüber, dass das nicht verheilen könnte. Klar muss es verheilen, weil zwei vitale Knochenteile, die von einem Blutkoagel aufgefüllt werden, führen unweigerlich, wenn keine Infektion eintritt, zu einer Verknöcherung. So, wie geht es Ihnen, Knefrau? Alles in Ordnung? Wir fangen jetzt schon mit dem Implantieren an. Ja? Wir haben bis jetzt in etwa benötigt eine halbe Stunde, wobei, wie gesagt, ziemlich viel Quatscherei dabei war. Wenn Sie das selber durchführen, ersparen Sie sich natürlich die Kommentare, dann sollte ein Split in diesem Ausmaß sich in ungefähr 15 bis, ja, in circa 15 Minuten realisieren lassen. Wenn Sie bedenken, was als Alternative in Frage käme, nämlich eine Knochenblockauslagerung oder was auch immer, das dauert sicherlich auch für sehr geübte Chirurgen etwas länger. So, dann machen wir jetzt einmal die Pilotverordnungen. Dankeschön. So, das hat jetzt eigentlich mit unserer Operation nur mehr ganz peripher etwas zu tun. Ich muss jetzt die Bohrungen durchführen für die Implantate. Ja? Das heißt, ich muss Sie jetzt bitten, vielleicht fallweise den Mund doch ein wenig weiter aufzumachen. Geht es Ihnen gut? Mhm. Kiefergelenk geht auch gut. Mhm. Mein Gerede hat Sie nicht verunsichert. Mhm. Ja. So, wir führen jetzt die Pilotbohrungen durch.
Ja, aber Gerhard, wir können beruhigt sein, die Knochenqualität ist hervorragend. So, wir sind jetzt bei 8, 9, 10, 10. Und was ich bitte immer empfehlen darf, der Gerhard als exzellenter Chirurg hat das automatisch auf seinem Tray, egal wo man in einen Menschen ein Loch hineinbohrt, sollte man nachher mit einer Knopfsonde dieses Loch austasten. Was sagt mir das? Wenn ich hier an den Boden der Bohrung gehe und einen harten Widerstand spüre, dann weiß ich und muss nicht hoffen, dass ich mit dem Nervus mandibularis nicht in Konflikt gekommen bin. Ich kann mir auch die linguale und die bukale, den bukalen Bohrschaft, den mesialen und den distalen Bohrschaft austasten und weiß, dass ich nicht irrtümlich in den Mundboden oder sonst wohin perforiert bin. Also das ist eine ganz einfache Maßnahme. Man legt den Bohrer beiseite, nimmt die Sonde, die liegt schon gekrümmt bereit, und tastet ganz einfach seinen Bohrkanal aus. Da muss man nicht hoffen, dass alles in Ordnung geht, sondern man weiß, dass alles in Ordnung geht. So, die nächste Bohrung führen wir jetzt hier in der Osteotomie durch. Hier will natürlich, und da sehen Sie schon die Nachteile von rotierenden Instrumenten, durch das Drehmoment möchte der Bohrer in eine Richtung sich wegwälzen, die uns nicht genehm ist. Ja? Das heißt, das ist mit ein Grund, warum ich praktisch ausschließlich nur mehr Ultraschallchirurgie einsetze, weil dieses Phänomen dort nicht auftritt. Man sollte auch bei einem Kammsplit die Implantate möglichst subkristall, leicht subkristall setzen. Es kann in manchen Situationen, vor allem wenn der Kieferkamm extrem lateral atroph ist, kann es zu prozeduralen Resorptionen kommen. Das heißt, es kann sein, dass Sie unter Umständen bis zu 1 mm Knochen Höhe verlieren, und das sollte bei der Implantatsetzung mit einkalkuliert sein. Auch hier wird jetzt ausgetastet, und obwohl wir tiefer gegangen sind als 9,5 mm, spürt man in der Basis absolut harten und soliden Knochen. Nein, da war ich noch nicht, da komme ich jetzt. Ja, genau, deswegen müssen wir ein bisschen distal bleiben, damit wir nicht in Konflikt mit dem Eckzahn kommen. Okay. So, das waren jetzt die Pilotbohrungen. Auch die tasten wir jetzt aus. Ja, und spüren absolut soliden Knochen. Wobei ich vorhin würde ich auch was mehr von 9,5 plädieren. Okay, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor. Sagst du vielleicht da noch einmal her. Wir haben hier die Markierung, wo wir die Implantate in den Osteotomiespalt einsetzen wollen. Und wie man sieht, hat der Bohrer hier
tendenziell ein bisschen Knochen entfernen. Das wollen wir eigentlich nicht. Aus diesem Grund machen wir die Formbohrung. Gehst du mir auch rückwärts? Rückwärts. Rückwärts, glaube ich, ja. Oder? Ja. Führen wir die Formbohrung im Rückwärtsmodus aus. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, im Oberkiefer schon mit dem Bohrer ein Bonekondensing durchzuführen. Nur mit dem Drehmoment werden wir dann nicht zurechtkommen. Na gut. So, wir führen jetzt die finale Formbohrung durch. Da ist nicht schlecht. Jetzt, okay. So, da, gut. Das waren jetzt die abschließenden Arbeiten. Sie können jetzt ohne weiteres nochmal zumachen. Sie sehen, nach wie vor blutet alles sehr schön. Und jetzt können wir schon die Implantate interviewen. Zunge ist auch sportlich. Die Zunge bitte darf auch nie unterschätzt werden. Ja? Also das ist, ich meine, wir könnten jetzt eine ganze Woche verbringen und ich könnte Ihnen ein paar Anekdoten aus meiner Tätigkeit erzählen. Eine Zunge kann ein Single-Stage-Implant binnen 6 Wochen herausarbeiten. So, und jetzt wissen Sie, wie sich Ihr Auto in der Werkstatt anfühlt, gell? Okay. Auf wie viele Newton-Zentimeter ist die eingestellt? Die ist auf Hand eingestellt. Okay. Ja, also man sieht, oder also ich spüre, das Implantat hat eine extrem hohe Primärstabilität. Um den Kollegen zu zitieren, gefühlte 35 bis 50 Newton-Zentimeter. Und wie gesagt, da hinten, das ist jetzt Geschmackssache, ja. Da hinten arbeiten wir ja in völlig normalen, ortsständigen Knochen. Ich bin trotzdem hier ein Freund der zumindest kristallen Implantatinfektion. Und das ist, glaube ich, auch im Sinne des Ankylos-Implantats. Okay. So, das war mal die Nummer 1. Willst du noch drin lassen? Lassen wir es vielleicht drinnen, dann können wir dann sozusagen die... Ja. So, es werden schon die Implantate inseriert. Das heißt, wenn die dann drin sind, dann kommen nur mehr die abschließenden Arbeiten. Wie geht's Ihnen? Den Umständen entsprechend schlecht, danke. Bei Kemmler ganz früh immer. Ja, schön. So, jetzt wird dieses Implantat inseriert. Natürlich in der Split-Region ist es notwendig, dass man möglicherweise. Okay.
Und hier ist die Primärstabilität auch unverhältnismäßig gut. Aber das hängt natürlich immer von dem gewählten Implantatsystem ab, keine Frage. Ich möchte hier, nachdem ich definitiv kein Ankylos-erfahrener Implanteur bin, überhaupt keine Aussage zu dem, was ich fühle, treffen. Für mich fühlt es sich verdammt gut an, aber das ist eine völlig laienhafte Meinung, weil ich, wie gesagt, keine Routine im Ankylos-Implantieren habe. Das soll Sie jetzt aber nicht verunsichern. Und die eher leicht subkristall. Und die ganz leicht subkristall. Also ich bin jetzt ungefähr einen halben Millimeter subkristall, wobei es in diesem Fall nicht so aussieht, als ob eine Resorption, eine prozedurale Resorption zu erwarten sein wird. Dankeschön. So, und das ist das La Ultima Impianto. Wir haben hier gefühlte, würde ich sagen jetzt einmal 20, 25 Mittelzentimeter. Ja, du machst das schon optisch. So, und da sind jetzt die Implantate. Bist du jetzt eine Messaufnahme schnell? Ah, ja, 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 ja. Und jetzt musst du festdrücken, dann geht es irgendwann mal, dann ist er noch weiter auf. Merkst du, das ist ein Widerstand, über den musst du drüber. Ach so, über den musst du drüber. Den musst du drüber. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Je mehr Drehmoment du hast, desto schwieriger ist dieser Widerstand. Jetzt brauchst du deine Hand, jetzt hast du deine Hand 25 Zentimeter da. Okay, alles klar. Jetzt bitte gleich wieder zumachen, damit das Kiefer direkt die Tür beansprucht wird. So, dann machen wir mal das nächste. Sollten wir gleich das vordere kontern, damit. Ja, auf alle Fälle. Also das hintere brauchen wir nicht, also das zweite nicht kontern. Ne? Ich war schon über den Punkt, genau. Jetzt kommt mein Ankylos. Ja, gleich dieser Schlussbaum. So, jetzt gibt es natürlich dann auch verschiedenste Möglichkeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel, das mache ich immer, ich habe eine alkoholfreie Chlorhexidinlösung. Damit befülle ich das Innere des Implantates, aber das sind einfach nur... Lösung oder Gel? Lösung. Okay. Und die Dexhaube noch anzusetzen. Ja. Die auch, ne? Okay, so, dann brauchen wir doch ein Easy Glas. Kann schon liegen? Ja, gut. Sie bringt den Rest nicht schwer, die Maschine brauchen wir nicht mehr. Okay? Also los. Maschine brauchen wir nicht. Die macht jetzt sauber. Du, das überlasse ich dir. Wie ist denn da dieses gerechnete
DVD aus dem DVD raus. Siehst du da? So, als nächstes bereiten wir dann das Easy Graph vor. Das heißt, wir entfernen den Stoppel von der Spritze und hier gibt es zwei Denkschulen. Eine macht es so, dass von der Seite der Stoppel entfernt wird. Ich mache es immer anders, aber halten wir uns auch hier wieder an das im Anwenderprospekt gezeigte Verfahren. Wir nehmen den Aktivator und spritzen den Aktivator unter gleichzeitigem Zurückziehen des Spritzenstempels, und genau das ist der Grund, warum ich es immer andersrum mache, weil es dann ein bisschen einfacher ist, spritzen den gesamten Aktivator in das EasyGraft hinein, dann setzen wir den Stoppel zurück und dann beginnen wir für mindestens 30 Sekunden das EasyGraft mit dem Aktivator zu mischen. Es müssen wirklich alle Kugeln beziehungsweise die Kugeln umhüllende Polylactid-Membran zuverlässig mit dem Aktivator getränkt werden. Dadurch ergibt sich dann die klebrige Substanz, und sobald der Aktivator durch die Blutung oder durch Spülung mit Kochsalzlösung ausgewaschen ist, entsteht dann ein sehr harter und kompakter Block. Das werden wir dann heute am Nachmittag dann auch in Praxis testen. Man kann natürlich mit diesem elastischen Material, solange der Aktivator nicht ausgespült wird, auch Membranen formen, Bögen, vorkonfektionierte Augmentationsteile, wenn man eine hart gefräste, sterile Form hat. Also den Einsatzmöglichkeiten sind hier praktisch keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur zu wissen, auch EasyGraft ist kein Wundermaterial, es ist nur durch seine Beschaffenheit und durch seine Galenik, also sprich durch seine Komposition, das für mich derzeit am einfachsten und zuverlässigsten zu verarbeitende Knochenersatzmaterial, weil es eben von Assistenz nicht weggesaugt werden kann, plastisch formbar ist und dann in situ aushärtet, also formstabil ist und die Membranfunktion integriert hat. Also man erspart sich dieses lästige Membranfiedeln und Pinsetzen etc. etc. So, schauen wir uns vielleicht die Situation noch einmal kurz an. Man sollte dann aus ökonomischen Gründen, sollte man dann eher in diesem Fall ein EasyGraft 015 einsetzen, weil die Notwendigkeit einer großen Portion EasyGraft ist hier nicht gegeben. Man kann auch EasyGraft im Normalfall, wenn man eine große Portion appliziert, einfach am Situs ansetzen und hineinspritzen. Hier werden wir allerdings uns das direkt am Tisch vorportionieren. Und dann entsprechend hier in den Osteotomie-Spalt hineinkondensieren. Die Aushärtezeit also hängt davon ab, wie lang die Einwirkzeit des Aktivators war. Hat man den Aktivator circa eine Minute lang einwirken lassen, beziehungsweise ein bisschen länger, dann ist die Aushärtezeit doch bei 2 bis 3 Minuten. Wenn der Aktivator wirklich nur ganz kurz einwirkt, dann ist die Aushärtezeit doch deutlich beschränkt. Also man muss dann rechnen, dass man innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute die Augmentation durchgeführt haben muss, weil das Material dann einfach nicht mehr formbar ist. Also der Aktivator verzögert die Aushärtezeit? Nein, das ist eine Frage, wenn der Aktivator sehr tief in die Polylactid-Schicht eindringen kann, dann dauert es länger, bis er ausgeschwemmt ist.
Nimmst du da auch mehr PA? Ja. Natürlich. Also dort hat es eigentlich extrem gute Resultate. Nur wie gesagt, das muss man dann schon in der Phase der Planung berücksichtigen, welche Strecke wir theoretisch und nun gibt es ja noch gehabt, wenn ich nicht nutze. Aber wenn Sie eine große Portion nehmen und dann die Hälfte wegschmeißen müssen, freut das natürlich primär schon die Firma Degradable. Ah ja, so. Wir hätten jetzt zwar, sehe ich gerade, ein 015er auch gehabt, aber ich habe nicht danach gefragt und damit... So, und wie Sie sehen, die ganze Zeit tritt von unten nach oben Blut aus. Das heißt, wir haben eine perfekte Durchblutung des Operationssitus. Man sollte das EasyGraph vielleicht jetzt auch noch kurz einmal drüber sagen. Und jetzt ganz wichtig, man kann da drüber sagen und das EasyGraph wird nicht weggesaugt. Ja. So, lassen Sie vielleicht noch das Bild auf sich wirken. Wir haben hier das Implantat, das originär in den Knochen eingesetzt wurde. Hier haben wir den Kammsplit und jetzt geht es ans Zunähen. Nachdem wir hier lauter fortgeschrittene Chirurgen haben, Anfängern würde ich empfehlen, jetzt einfach nur simpel drüber zu nähen. Nachdem sie aber alle fortgeschrittene Chirurgen sind, können wir uns hier den Schlotterkamm dienlich machen und mit einem einzelnen Skalpellschnitt den Schlotterkamm entlasten. Und können hiermit eine dichte Schleimhautdeckung generieren. Ja, also hier, das ist der Schlotterkamm, den haben wir hier mehr oder weniger geschlitzt. Das muss natürlich auch zärtlich erfolgen, weil sonst die Gefahr... Spüren Sie schon was? Mhm. Okay, dann müssen wir jetzt aufhören zu quatschen und die fertig machen. Gut. Aus Gründen der Schnelligkeit der Nahtversorgung bevorzuge ich in diesen Fällen immer die fortlaufende Naht. Lässt schon ein bisschen nach, Schmerz. Wir hatten hier vorne von dem Provisorium Mesial eine kleine Druckstelle, wenn Sie sich noch erinnern können. Dort ist die Zerreißlichkeit der Schleimhaut im Zuge der Nahtversorgung natürlich etwas erhöht. Das heißt, wir werden den ersten Knoten nur sehr vorsichtig machen. Nahtmaterialien sollten bei diesen Operationen eigentlich immer so im Bereich 5.0, 6.0 sein. Ich persönlich verwende es eigentlich ausschließlich bei mir zu Hause, das Vigryl. Da gibt es aber auch wieder umfangreiche Diskussionen, dass Vigryl eine Dochtwirkung hat, die natürlich möglicherweise eine bakterielle Kontamination des Operationsgebiets fördert. Der Grund, warum ich das Vigryl verwende, ist, ich bin damit in meiner kieferchirurgischen Ausbildung aufgewachsen
Und ich schätze beim Beginn ganz einfach, dass egal in welcher Situation man operiert, der erste Knoten immer sitzt. Und vor allem bei bukalen Lappen und bei Buckle Approach Chirurgien, wenn das dann vernäht wird, hat der Patient mitunter mit den monofilen Fäden, wenn sie zu kurz abgeschnitten sind, dann so kleine Stichulzerer, die Patienten ein wenig unglücklich machen. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache und natürlich auch eine Kostenfrage. Ja? Also das Vigrün ist wirklich extrem teuer. Ja, vielleicht kommen wir hier noch auf das Thema zu sprechen, primär Dichtbedeckung. Unter Zuhilfenahme des Schlotterkammes ist das natürlich überhaupt kein Problem. Es wird jedoch definitiv im Unterkiefer sehr häufig die Situation geben, dass ein Restspalt von ca. 1 mm sich nicht vermeiden lässt, ohne dass man jetzt einen Mukoperiostlappen bildet. Dann lässt man es ganz einfach offen. Solcosuril drauf und binnen 14 Tagen, das ist die zweite hervorragende Eigenschaft und ein Alleinstellungsmerkmal von EasyGraft, diese Polylactid-Membranumhüllung wirkt stimulierend auf die sekundäre Granulation. Das heißt, wir haben unter Garantie eine Reepithelisation auch bei einem Spalt von 3 bis 4 mm binnen spätestens 14 Tagen. In diesem Fall haben wir natürlich postoperativ insofern keine Probleme, weil die Patientin dann das an der Basis ausgestiffene Kunststoffprovisorium wieder eingesetzt bekommt. Das heißt, das Provisorium allein ist schon eine Art Wundverband und ermöglicht es, dass die Patientin eigentlich sich normal ernähren kann, weil ja das Provisorium rein mechanisch den Operationssitus schützt. Wenn der Patient eine Teilprothese trägt, so kann man diese Teilprothese im Operationsgebiet entsprechend großzügig ausschleifen, dann eine dicke Schicht Solcosuril-Adhesiv oder Solcosuril-Dental, wie es jetzt heißt, aufbringen und dem Patienten anweisen, diese Solcosuril-Applikation über 14 Tage durchzuführen. Und dann nach 14 Tagen kann man dann mit dem Solcosuril schon langsam aufhören und dann bei einem zuverlässigen, nicht dehiszenten Heilungsergebnis dann eine entsprechende neue Unterfütterung der Prothese veranlassen, wobei natürlich sorgfältig darauf Rücksicht genommen werden muss, dass es hier zu keinem unerwünschten Druckstellen kommt, mit ein Grund, warum man die Implantatung auf Subkristall setzen sollte. Noch ein Prednisolon vorher oder? Ja. Bei der Ultraschallchirurgie ist das nicht notwendig, bei rotierenden Instrumenten ja. Das ist nämlich das Erstaunliche, dass das Schwellungsverhalten nach ultraschallchirurgischer Applikation nahezu gegen Null geht bei über 80% der Patienten. Aber Sie sehen, es lässt sich auch hier die Naht oder die Wundränder sind völlig spannungsfrei und somit ist hier die Gefahr einer Dehiszenz, wenn denn das Provisorium auch entsprechend gut an der Basis ausgeschliffen ist, geht das Risiko praktisch gegen Null. So, ich mache jetzt dann noch eine zusätzliche Zügelung mit einer Kreuznaht, um auf Nummer sicher zu gehen. Auf alle Fälle danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld und dass Sie meine Quatscherei so
emotionslos ein bisschen hier gehen haben lassen, weil was ich da jetzt gehört habe, waren natürlich teilweise sehr erschreckende Dinge, wenn ich davon rede, wo ich da überall in sie hineingeschnitten habe. Aber wenn Sie dann in den Spiegel sehen, werden Sie merken, außer Nägel sieht man eigentlich gar nichts. Okay? Ich darf mich herzlich bedanken. So, das Entfernen geht natürlich einfach. Wie geht's Ihnen? So, Sie können dann schon ohne weiteres ausspülen.